Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet. Ich bin Wim Ort und ich begrüße euch ausnahmsweise mal nicht zu einer neuen Folge von unserem Weltpodcast Aha History 10 Minuten Geschichte. Ich melde mich nämlich außer der Reihe bei euch, um euch den Geschichtspodcast von zwei meiner Kollegen zu empfehlen, der kürzlich erschienen ist. Alles Verschwörung und worum es darin geht, das erzählt euch die Hostin am besten selbst. Hi, ich bin Elisabeth Kraft und ich bin Redakteurin für Podcast und Audio bei Welt. Und in 5 Folgen gehen wir der Frage nach, welche Macht haben Verschwörungstheorien im Superwahljahr 2024? Wie werden Menschen zu Verschwörungsgläubigen und wie schaffen Anhänger den Ausstieg? Das heißt also, ihr habt Menschen getroffen, die an Verschwörungstheorien glauben oder geglaubt haben? Genau. In unserem Storytelling-Podcast suchen mein Kollege Florian Sedler und ich nach den Wurzeln populärer Verschwörungsmythen. Wir sind dafür unter anderem in die USA gereist. Wir haben dort einen Mann begleitet, der mit Verschwörungstheorien Präsidentschaftswahlkampf macht, nämlich Robert F. Kennedy Jr. Wir haben außerdem einen Influencer getroffen, der Verschwörungserzählungen unter Hunderttausenden verbreitet, Nick Fuentes. Und einen Betroffenen in Deutschland begleitet, der sich in Verschwörungserzählungen verloren hat, Matthias. Die erste Folge von Alles Verschwörung, die hört ihr hier direkt im Anschluss. Und alle weiteren Folgen findet ihr auf den gängigen Plattformen oder bei Welt. Den Link stellen wir euch natürlich mit in die Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr reinhört und uns schreibt, wie ihr den Podcast findet. Zum Beispiel per Mail an history@welt.de. Ja, man kann jetzt hier eine Holzwand sehen und das ist wohl die Stelle, wo dieser Durchbruch war. Das ist der Ort, wo dann die Polizei kam und so eine Art Schlägerei ausgebrochen ist und Bänke regelrecht geworfen wurden auf Polizisten, Pfefferspray-Einsatz. Das ist Florian Sedler. Er ist mein Kollege bei Welt und hier in New York, in Brooklyn. Florian geht einem Gerücht nach. Es geht um einen Tunnel, angebliche Kindesentführung und eine Weltverschwörung. Was war denn der Grund für den Bau? Es gibt eine Theorie, die besagt, dass der Tunnel gebaut wurde, um während der Pandemie ungesehen von einem Gebäude zum nächsten zu kommen. Wissen Sie irgendwas darüber? Ich weiß sehr genau, was da vor sich ging. Ich kenne nämlich die Leute, die daran beteiligt waren. Also wollen Sie die ganze Geschichte hören? Do you want to know the full story? Hi. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Redakteurin für Podcast und Audio bei Welt. Und ich bin Florian Sedler, Redakteur und Reporter aus dem Weltressort Nachrichten und Gesellschaft. Und das ist Alles Verschwörung, die 3. Staffel unseres Welt-History-Podcasts. Episode 1. Rein in den Tunnel. Nichts ist, wie es scheint. Ja, die Full Story. Die ganze Geschichte. Die Geschichte hinter der Geschichte sozusagen. Genau, darum geht es in dieser neuen Staffel von Welt-History. 2024 ist ein Superwahljahr. Weltweit stehen mehr als 70 Wahlen an. Rund 4 Milliarden Menschen dürfen wählen. Für uns Deutsche geht es nicht nur um Kommunal- und Landtagswahlen, sondern auch um die Europawahlen im Juni. In Indien wird ein neues Parlament gewählt. In Österreich der Nationalrat und in den USA ein neuer Präsident. Es geht also, ein bisschen überspitzt gesagt, im Grunde um die Frage, wer in den nächsten Jahren die Welt regiert. Und begleitet wird das nicht nur von Fernsehdebatten und Wahlprogrammen, sondern immer auch von ziemlich viel PR und Desinformation. Also von strategisch gestreuten, falschen Informationen zum eigenen Nutzen. Um dem Gegner, der Gegnerin zu schaden. Dabei ist ja nicht jede Desinformation auch gleich eine Verschwörungstheorie. Entscheidend bei Verschwörungstheorien ist immer, dass sie die Behauptung beinhalten, es gäbe einen Kern an Verschwörern. Also Leute, die im Verborgenen irgendetwas zum Nachteil Unschuldiger planen. Und das dann eben auch so umzusetzen versuchen. Zufall wird dabei weitgehend ausgeschlossen. Stattdessen ist alles verbunden. Und nichts ist, wie es scheint. Alles hat eine Erklärung. Und diese Erklärung verheißt meist nichts Gutes. Laut Umfragen glauben mehr als 30% der Deutschen an mindestens eine Verschwörungserzählung. Unter den US-Amerikanerinnen und Amerikanern, das sind es noch mehr. Genau, es gibt eine Studie von YouGov und laut der denken rund 40% der Amerikaner, dass die Regierung von einer kleinen Gruppe von Menschen gelenkt wird. Und dass es sich bei dem Präsidenten und den Abgeordneten eigentlich nur um Marionetten handelt. Und da gibt es wirklich die verrücktesten Theorien. Zum Beispiel die Taylor-Swift-Verschwörung.
Sie besagt, dass die Sängerin von Präsident Joe Biden benutzt wird, um den Demokraten zum Sieg zu verhelfen. Und das, obwohl sie sich kaum politisch äußert. Ja, das ist vielleicht Quatsch, aber eben politisch durchaus relevanter Quatsch. Studien gehen davon aus, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, tendenziell eher antidemokratisch wählen. Und da dann auch eher rechts als links. Für unsere Recherche bin ich in die USA geflogen. Unter anderem nach New York, um Gerüchten nachzugehen. Es geht um einen angeblichen Tunnel unter einer Synagoge in Brooklyn. Den Beginn der Recherche dort habt ihr im Intro gehört. Zu der Story werdet ihr auch später noch mehr erfahren, weil sie so irre und gleichzeitig fürchterlich ist. Vor allem in Episode 3 dieses Podcasts. Und ich habe in Deutschland recherchiert. Wir schauen uns drei Männer genauer an. Einen, der Verschwörungstheorien populär vertritt, angeblich aus Sorge ums Volk. Er verkauft sich als Idealist. Und das, aus meiner Sicht, nachdem ich ihn getroffen habe, sogar durchaus glaubhaft. Wissen Sie, wenn man als Präsident ins Amt kommt, dann muss man einen Umgang mit diesen ganzen Behörden finden. Und viele von denen haben ihre eigenen Probleme. Sie sind alle korrupt, sie sind alle befangen. Außerdem treffe ich einen Mann, der rechtsextreme Verschwörungstheorien verbreitet und damit hunderttausende Menschen erreicht. Wir nennen ihn den Influencer. Je mehr ich im Rampenlicht stehe, desto mehr Aufmerksamkeit kriege ich und dann gibt es auch mehr Sicherheitsbedenken. Und wenn ich dann wieder weniger stark in der Öffentlichkeit stehe, dann ebbt es ab. Und wir tauchen in das Leben eines Menschen ein, der sich in Verschwörungstheorien verloren hat. Der Follower. Am Ende war es für mich sogar denkbar zu glauben, dass vielleicht doch Menschen Reptilienwesen sein könnten, führende Personen. Wir fragen uns, was haben die drei gemeinsam und was unterscheidet sie? Wir begleiten und treffen sie. Wir sehen uns ihre Lebensläufe an und wir fragen, wie kommen sie und andere dazu, an Verschwörungstheorien zu glauben? Und ganz wichtig, sie zu verbreiten. Welche Verschwörungstheorien gibt es überhaupt? Wie sind sie entstanden? Woher kommen sie historisch? Und welche Rolle spielen das Internet, Social Media und zunehmend auch künstliche Intelligenz? Wie steht es um den wahren Kern von Verschwörungstheorien? Gibt es den vereinzelt oder handelt es sich immer um Desinformation? Wie können sie sich auf das Superwahljahr 2024 auswirken? Und last but not least, was hat das mit jeder und jedem von uns zu tun? Also los geht's, rein in den Tunnel. Mit jemandem, der sehr erfolgreich darin ist, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Der Idealist. Meine Zustimmungsrate ist höher. Sie liegt bei etwa 52%. Ich schlage da sowohl Präsident Trump als auch Präsident Biden. Das hier ist ein Mitschnitt einer Wahlkampfveranstaltung Anfang Februar in Las Vegas. Auf der Bühne steht Robert F. Kennedy Jr. Für seine Familie und Anhänger heißt er Bobby Jr., für alle anderen kurz RFK Jr. Denn er ist der Neffe von JFK, John F. Kennedy, dem berühmten US-Präsidenten aus dem Kalten Krieg. Das ist der, der Ich bin ein Berliner vor dem Rathaus in Schöneberg gesagt hat und der 1963 in Dallas bei einer Wahlkampftour im Alter von 46 Jahren erschossen wurde. Jetzt, bei den Präsidentschaftswahlen 2024, will Bobby Jr., a.k.a. RFK Jr., es seinem Onkel gleichtun und Präsident werden. Das größte Problem, mit dem unsere Nation konfrontiert ist, ist die systematische Zerstörung der arbeitenden Klasse, der amerikanischen Mittelschicht. Das ist alles schlimmer geworden. Schlimmer und schlimmer. Wir brauchen dringend einen Wandel. Seine heiser klingende Stimme ist übrigens laut ihm die Folge der Kehlkopfkrankheit spasmodische Dysphonie. Die Ursache dafür ist unbekannt. RFK Jr. spekuliert, der Grund könnte eine Grippeschutzimpfung gewesen sein. Ihr wisst ja, die Medien, die Demokratische Partei und die Republikanische Partei, niemand von ihnen bietet echten Wandel an. Sie sagen, ihr solltet besser unseren Kandidaten wählen, denn der jeweils andere Typ ist ganz schlimm und wird die Republik zerstören. Glaubt ihr nicht, dass die Amerikaner etwas Besseres verdient haben? In den USA bin ich bei zwei seiner Wahlkampfveranstaltungen dabei. Eine Woche vor Las Vegas war ich bereits in Charleston, West Virginia. West Virginia ist ein kleiner Bundesstaat, der sehr unter der Abwanderung von Industrien gelitten hat. Es gibt dort viele soziale Probleme. Seit einiger Zeit ist der Bundesstaat fest in konservativer Hand. Für RFK Jr. ist das möglicherweise eher ein Vorteil. Den Umfragen zufolge finden besonders Anhänger der Republikanischen Partei den unabhängigen Präsidentschaftskandidaten gut.
Auch ehemalige Trump-Großspender unterstützen AFK Juniors Kampagne. Ich will in den nächsten Folgen herausfinden, wie aus AFK Junior, einem ehemals bekannten Umweltanwalt, ein Verschwörungstheoretiker wurde. Good evening, West Virginia. How we feeling? Der Veranstaltungsort ist eine Art Auditorium neben einer Sporthalle. Sieht ein bisschen aus wie in einem großen Kino, nur dass vorne ein Rednerpult steht, hinter das eine amerikanische Flagge projiziert wird. Über die Lautsprecher wummert stimmige Musik. Der Saal ist gut gefüllt, ein paar hundert Menschen sind da. Die meisten weiß, mittleren Alters, Frauen und Männer gemischt. Ein paar Kinder sind auch dabei. Und die Stimmung, die ist gut. Wer freut sich alles darauf, den künftigen Präsidenten Robert F. Kennedy Jr. zu sehen? Um das zu schaffen, müssen wir Unterschriften sammeln, damit sein Name überhaupt auf dem Wahlzettel steht. Wir haben es nicht so leicht wie die Republikaner und die Demokraten. Wir brauchen etwa 12.000 Unterschriften, damit wir RFK Jr. hier in West Virginia auf den Stimmzettel bekommen. RFK Juniors Plan ist es, bei den US-Wahlen als unabhängiger Kandidat anzutreten. Eigentlich wollte er für die Demokraten ins Rennen gehen. Doch mit denen hat er sich über die Kandidatenfrage zerstritten. Und die Republikaner kamen offenbar nicht in Frage aufgrund seiner Familie. Die ist traditionell klar bei den Demokraten verwurzelt. Und einige von ihnen finden es gar nicht gut, was Bobby Jr. da macht. Vier von Kennedys 8 noch lebenden Geschwistern haben bereits eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie seine Kandidatur verurteilten. Ich zitiere: Die Entscheidung unseres Bruders Bobby, als Drittkandidat gegen Joe Biden anzutreten, ist gefährlich für unser Land, schreiben sie. Und weiter: Bobby hat vielleicht den gleichen Namen wie unser Vater, aber er teilt nicht die gleichen Werte, Visionen oder Urteile. Hi. Florian Settler vom German Daily Die Welt. Where are we? From Germany, Berlin, Die Welt. Oh. And I was actually there when you were in Berlin a couple of years ago with your speech at the COVID protest. Yeah. So I was just wondering, like, your memories from that trip and also like what your political connections to Germany are today. Hier frage ich Kennedy zu seinen politischen Verbindungen nach Deutschland. Einen großen Auftritt hatte er nämlich bei der großen Demonstration gegen die Covid-Politik am 29. August 2020. Organisiert vom Gründer der Querdenkerbewegung, Michael Ballweg. Wir hören mal kurz rein. Back at home in the United States, the newspapers are saying that I came here today to speak to about 5,000 Nazis. Behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5.000 Nazis zu reden. Zu seinen Querdenkerkontakten in Deutschland sagt AFK Junior in Charleston auf meine Frage hin nichts. Er verweist stattdessen auf seine prominente Familie. Wie Sie wissen, hat meine Familie seit langem eine Verbindung zu Deutschland. Ich war mit meinem Vater und Willy Brandt in den 60er Jahren in Berlin. Ich besuche Deutschland ab und an und ich habe mich mit deutschen Umweltthemen beschäftigt. Ich habe also, so wie meine Familie, eine starke Verbindung zu Deutschland. Ich hake nach. Ich will wissen, wie er sich selbst politisch einordnet. Yeah, it's common sense. Okay. Within like the traditional an open mind and critical thinking and common sense. But are you like pragmatic or what would you describe? Yeah, I would say that's right. Ja, das kann man so sagen. Wissen Sie, ich versuche einfach offen zu bleiben und jedes Thema für sich zu betrachten, anstatt es in eine ideologische Schublade zu packen. Putting it in an ideological silo. Und ja, an open mind, eine offene kritische Einstellung, das ist eine Art zu beschreiben, was er öffentlich vertritt. Hier wieder bei der Demo im August 2020 in Berlin. Aufnahmen davon gibt es bei YouTube. Governments love pandemics. Regierungen lieben Pandemien. They love pandemics for the same reason they love war. Und die lieben sie aus den gleichen Gründen, wie sie den Krieg lieben. Because it gives them the ability to impose controls on the population that the population would otherwise never accept. Weil sie die Lage verletzen. Du warst ja bei der Demo 2020 dabei, Flo, richtig? Hast du RFK Jr. damals gesehen? Ja, das stimmt. Die Welt hatte mich da hingeschickt, um darüber zu berichten. Die Demo hat sich aber über eine ziemlich große Fläche gestreckt. Ich war ein paar hundert Meter von RFK Jr. entfernt und habe ihn damals dann zwar nicht gesehen, aber gehört. Und natürlich auch die Reaktion der Zuhörer auf ihn. Was war denn dein Eindruck von ihm auf der Bühne? Also er war ganz klar einer der Stars. Er war so eine Art Exot, weil er aus den USA eingeflogen war. Und das auch noch zu einer Zeit, in der internationale Reisen wegen der Beschränkungen ziemlich schwierig waren. Niemand wusste so genau, wie er überhaupt ins Land gekommen war. Und er war eben ein Kennedy. Also er hat der ganzen Sache so eine Art historischen Glamour verliehen.
Und naja, mit seiner Theorie, Corona, seinen Plan, die Menschen zu unterwerfen und zu kontrollieren, das hat natürlich auf das eingezahlt, was viele Menschen auf dieser Demo ohnehin glauben wollten. Nicht nur, aber häufig politisch am rechten Rand. Und davon waren ja einige bei der Demo, was dann gegen Abend richtig deutlich wurde. Am selben Tag, an dem RFK Jr. vor dem Brandenburger Tor spricht, versuchen am frühen Abend Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo das Reichstagsgebäude zu stürmen. Die Gruppe besteht aus etwa 400 Menschen mit schwarz-weiß-roten Flaggen. Ein Erkennungszeichen von Rechtsextremisten. Eine Frau mit Dreadlocks ist auch dabei und brüllt ins Mikrofon. Wir schreiben heute hier in Berlin Weltgeschichte. Guckt euch um, die Polizei hat die Helme abgesetzt. Vor diesem Gebäude steht keine Polizei mehr. Und Trump ist in Berlin. Die ganze Botschaft ist hermetisch abgeriegelt. Wir haben fast gewonnen. Wir haben fast gewonnen. Es hieß, angeblich sei Donald Trump da. Ein Gerücht, das sich unter den Demonstranten verbreitet. Wenige Monate später dann passiert in den USA das Gleiche. Nur mit mehr Menschen und mehr Gewalt. It's up to us people now, the American people. What are you ready to do? One more time. What are you ready to do? And whatever it takes, I'll lay my life down if it takes. Absolutely. That's why we showed up today. Als klar ist, dass Donald Trump die Wahl zum US-Präsidenten verloren hat und Joe Biden gewonnen, da stürmen am 6. Januar 2021 etwa 1000 Trump-Anhänger den Sitz des US-Parlaments in Washington D.C., das Kapitol. Abgeordnete fliehen und verstecken sich. Eine Demonstrantin wird angeschossen und stirbt an den Folgen ihrer Verletzung. Eine weitere wird in der Menge ohnmächtig und erstickt. Viele Aufständische und 140 Sicherheitsleute werden verletzt. Einer, der diesen Tag selbst in Washington erlebt hat, ist Nick Fuentes. Der Influencer. Können Sie noch mal erzählen, was Sie am 6. Januar 2021 gemacht haben? Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Tatsächlich an jeden einzelnen Moment. Nick Fuentes steht rechts von so gut wie allem und jedem. Der 25-Jährige ist bei fast allen Social-Media-Plattformen gesperrt. America First, gewissermaßen seine politische Online-Show, verlegt er deshalb von Plattform zu Plattform, nachdem er auch auf YouTube wegen Hassrede gesperrt wurde. Bei Trump ist er 2022 dennoch zum Abendessen gewesen. Der Rapper Kanye West hatte ihn mitgebracht. Trump behauptet, dass er Fuentes nicht kenne. Kontakt zu Fuentes aufzunehmen war überraschend leicht. Er hat mir sofort ein Interview zugesagt. Also bin ich nach der AFK-Wahlkampfveranstaltung in West Virginia weiter nach Chicago geflogen. Hier laufe ich gerade zu der Adresse, die er mir gegeben hat. So, ich bin jetzt in einem westlichen Vorort von Chicago und treffe gleich Nick Fuentes, der mich anscheinend zu sich nach Hause eingeladen hat. Ich habe mich im Uber herfahren lassen, bin aber einen Block vorher ausgestiegen, um mir erstmal einen Eindruck von der Gegend zu verschaffen. Das ist hier eine Wohngegend mit ganz vielen Einfamilienhäusern, die irgendwie alle gleich aussehen, alle so beige, braun, rot sind. Alle eigentlich nur so ein Stockwerk. Und es zieht sich einfach in exakt der gleichen Manier über zig Blöcke hinweg. Also es ist eigentlich genauso, wie man das aus amerikanischen Filmen kennt, die in diesen Vororten von größeren Städten spielen. Als ich ankomme, bin ich mir erst gar nicht sicher, ob das überhaupt das richtige Haus ist. Die Hausnummer passt zwar, aber es fehlen Namensschilder an den Klingeln. Ich klingel dann einfach nacheinander überall, schreibe ihm noch eine kurze E-Mail und dann kommt er auch schon aus einem Seiteneingang raus. Ein Jackett, weißem Hemd und Lederschuhen. Weil er dachte, wir machen Video-Interviews. Er sieht wirklich völlig harmlos aus. Wenn man es nicht besser wüsste, dann könnte man ihn auch für einen Studenten aus Berlin-Prenzlauer Berg halten. Dann gehen wir rein und das ist tatsächlich komplett sein Haus. Es gibt ein kleines Studio mit Kameras und Greenscreen, einen Kühlschrank mit Trump-Sticker drauf, ein Sofa und ein paar Stühle. Aber im Grunde ist das Haus fast leer. Zwei seiner Kumpel sind da, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, was sie hier machen. Ich weiß es nicht. Sie fragen ihn jedenfalls, sollen wir noch dabei bleiben? Fuentes antwortet, nee, alles gut. Also setzen sie sich demonstrativ einen Raum weiter und hören von dort mit. Weil die Türen stehen alle offen, als ich mit Fuentes über seine politischen Ansichten und auch über den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 spreche.
Das Lustige daran ist, dass ich eigentlich gar nicht hingehen wollte. Trump wollte dort eine Rede halten und ich dachte, dafür gibt es wirklich keinen Grund. Es ist doch schon alles vorbei. Er hat verloren, das war's. Bald wird Biden ins Amt eingeführt. Also dachte ich mir, ich lasse das einfach ausfallen. Ich muss da jetzt kein Geld für ausgeben. Aber dann hat mich ein Kumpel angerufen und meinte, er könne VIP-Karten für die Rede besorgen. Also dachte ich mir, naja, weißt du was? Das wird dann halt so etwas wie die letzte Party. Ich sage allen nochmal Hallo, ziehe mir einen schönen Anzug an, schaue die Rede und das wird's dann gewesen sein. Ein Partyaufenthalt sozusagen. So stellt es Fuentes dar. Nur ohne Alkohol, denn den lehnt er ab. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und hatten eine gute Zeit und dann sind wir zu spät aufgewacht. Wir kamen zu spät zur Rallye. Wir haben uns vorgedrängelt. Wir haben einen kleinen Trick angewandt, um ganz nach vorn zu kommen, weil wir sonst nie reingekommen wären. Wir kamen im VIP-Bereich an, gingen rein und sahen uns die Rede an. Doch dann ruft Donald Trump in seiner Rede zum Protest gegen die neue Regierung auf. Wir alle hier wollen nicht, dass unser Wahlsieg von radikal linken Demokraten und von den Fake News Medien gestohlen wird. Doch genau das ist ihr Plan. Wir werden niemals aufgeben. Wir werden niemals nachgeben. Das wird nicht passieren. Man gibt nicht nach, wenn es sich um Diebstahl handelt. Unser Land hat genug. Wir werden das nicht mehr hinnehmen. Trump sagte, wir werden uns vor dem Kapitol friedlich Gehör verschaffen für unsere Anliegen. Ich dachte mir, oh, okay, Planänderung. Sieht aus, als gingen wir jetzt darüber. Als wir dort ankamen, waren alle Barrikaden rund um das Gebäude schon abgeräumt worden. Die Leute kletterten hoch, Tränengas stieg auf, die Polizei kämpfte mit den Leuten und wir dachten uns nur, wow, das ist echt heftig, das sieht nicht gut aus. Also haben wir da ein bisschen rumgehangen. Wir haben ein paar Fotos gemacht. Ich habe geschaut, ob ich irgendwo ein Megafon finde. Ich hielt eine Rede, irgendein Typ sprach ein Gebet. Was haben Sie in Ihrer Rede gesagt? Ach komm, du weißt doch längst, was ich gesagt habe. Ja, ich weiß, was er da gesagt hat. Es war überall auf Social Media. Ich bin darauf und sagte, reißt die Barrikaden nieder. Wir übernehmen das Kapitol. Schert euch nicht um die Polizei. Das meinst du, oder? Ja, das habe ich alles gesagt. Aber du musst verstehen, das ist nur Rhetorik, okay? This is rhetoric, okay? Wir versammeln uns hier in Washington D.C. zu einem zweiten Make America Great Again Aufmarsch und wir sind durch damit, Versprechungen zu machen. Es muss jetzt geschehen. Wir werden die Republikanische Partei zerstören. Alles nur Rhetorik? Ich habe hier nochmal ein paar Sachen zusammengetragen, die Fuentes sonst noch so von sich gibt. Er lobt Adolf Hitler und bezweifelt, dass der Holocaust stattgefunden hat. Er fordert einen heiligen Krieg gegen Jüdinnen und Juden und vergleicht die 6 Millionen jüdischen Opfer der Nazis mit Keksen, die im Ofen gebacken werden. Mir wird allein beim Vorlesen schlecht. So schlimm und menschenverachtend ist das. Aber es ist wichtig zu erzählen, damit wir verstehen, wen wir hier im Podcast haben. Ja, absolut. Fuentes sagt außerdem, dass er Sympathien für die Taliban entwickelt habe. Und er hat während unseres Treffens auch in einer Tour Witze über Schwarze und Juden gemacht und extrem abfällig über Frauen gesprochen. Und hier mal noch ein weiteres Zitat von Fuentes. Alles, was ich will, ist Rache an meinen Feinden und einen totalen Sieg der Arier. Schadet es Trump denn nicht, mit dem in Verbindung gebracht zu werden? Naja, alles, was Trump zu dem Abendessen gesagt hat, war, dass es sehr friedlich und freundlich gewesen sei. Zu Fuentes selbst äußerte sich aber nicht meines Wissens nach. Und dazu kommt ja, dass Trump selbst vorgeworfen wird, sich antisemitisch und auch menschenverachtend zu äußern. Ja, und er zeigt sich definitiv offen für die Wählerschaft von rechts außen. Und davon bringt Fuentes ja wirklich eine ganze Menge mit seinen Followern. Kalkül oder Überzeugung? Das ist bei solchen Aussagen ja manchmal die Frage. Ja, das war bei Fuentes auch was, das sich durch das gesamte Treffen durchgezogen hat. Im Interview selbst war ich mir ganz oft nicht sicher, ob er wirklich das alles glaubt oder einfach nur Aufmerksamkeit bekommen will. Aber auf eine ziemlich abscheuliche Art und Weise. Er sagt dann eben immer, das sei doch alles nur Ironie, er wolle eigentlich nur provozieren, man soll ihn am besten gar nicht so ernst nehmen. Heißt das, die Hass- und Falsch- und Desinformation, die er verbreitet, die könnte er vielleicht gar nicht so meinen, beziehungsweise selbst glauben? Ist möglich, aber wirklich schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch mal so, ohne scharfe Trennlinien. Hört ihr das hier mal an vielleicht? Ich habe ihn hier nach seiner gesellschaftlichen Vision gefragt. My ideal society is in the center. Eine ideale Gesellschaft sieht für mich so aus. Im Zentrum der Stadt gibt es einen öffentlichen Platz. Darauf einen kunstvollen Brunnen, darum wunderschöne Architektur. Und wunderbare Gerüche liegen in der Luft und es ist sauber.
All diese Dinge sagen etwas über eine Gesellschaft aus. Es bedeutet, dass die Menschen Ordnung halten und effizient sind. Die Regierung kümmert sich um diejenigen, die sich nicht um sich selbst kümmern können. Es bedeutet, dass es einen Sinn für Schönheit gibt. Und das ist doch wirklich gut. Sie bauen schöne Häuser. Auf dem öffentlichen Platz sind alle möglichen Leute. Jung und alt. Man sieht eine junge Familie mit ihrem Erstgeborenen im Kinderwagen. Zwei Menschen treffen sich für ein erstes Date. Ein älteres Ehepaar füttert die Vögel. Es ist friedlich und jeder hat an jedem Punkt in seinem Leben die Möglichkeit, an dieser Öffentlichkeit, dieser Gemeinschaft teilzuhaben. Das hört sich ja erstmal gar nicht so schlecht an, aber ein bisschen unrealistisch vielleicht. Genau, das habe ich ihm dann auch so gesagt. But that vision has never existed anywhere, right? I mean, yes, it has. But where and when? I saw it in Prague. Ich habe es in Prag gesehen. 2018 war ich dort. Ich war vorher noch nie in Europa gewesen und ja, es war nicht perfekt. Es gab Graffiti an einigen Orten und kommunistische Architektur. Aber in Prag bin ich durch die Innenstadt gelaufen und dort gab es wunderschöne Gebäude, den Geruch von Gebäck. Prag, ehrlich? Also ich liebe Prag, die Stadt ist wunderschön. Und gleichzeitig ist aber nicht so, als dass es in Prag keine Probleme gibt. Etwa Korruption, Partytourismus und auch Alkoholmissbrauch. Ja, da habe ich auch ziemlich gestutzt, weil Prag auch einfach wirklich völlig willkürlich ausgewählt wirkte. Probleme und Dreck gibt es natürlich in Städten, gerade in liberalen Gesellschaften, wo jetzt nicht jede auf die Straße geschnippte Zigarette gleich drakonisch bestraft wird. Aber das passt offenbar nicht ins Weltbild eines Nick Fuentes. Also es ist absurd, dass es trotzdem schafft, so viele Menschen für eine so surreale Idealvorstellung zu begeistern. Wie er das genau schafft, das versuchen wir in Folge 3 nochmal genauer rauszufinden. Diesen Idealismus, den haben Fuentes und RFK Jr. aber irgendwie gemeinsam, oder? Also im Sinne von, dass beide auf ihre Art nach einer wie auch immer gearteten, vermeintlich besseren Welt streben. Das ist schwer zu sagen. Die beiden lassen sich von ihrer politischen Position her eigentlich kaum vergleichen. RFK Jr. tritt als so eine Art Verteidiger der normalen Menschen auf, der ist sehr inklusiv. Er spricht zwar von einer Elite, die das Volk unterdrücken will, aber er ist jetzt kein Typ, der Bevölkerungsgruppen herabsetzt. RFK Jr. kritisiert einzelne Unternehmen und politische Eliten, aber er spricht nicht davon, das politische System als solches komplett abzuschaffen und durch was ganz anderes zu ersetzen. Im Gegensatz zu Fuentes. Ja, Fuentes schwärmt von Hitler und den Taliban, das wirkt auch schon wieder völlig willkürlich zusammengeschraubt. Aber ihm scheint es da vor allem um die Befürwortung von Autoritarismus und die Ablehnung von Demokratie zu gehen. Wenn man mit Fuentes spricht, dann ist das bei ihm auch immer garniert mit so einem wissenden, schelmischen Grinsen, mit gestellt wirkenden Lachern, also alles komplett wie einstudiert. Ich hatte oft das Gefühl bei ihm, dass es ihm am wichtigsten ist, dass er durchgehend als dieser vermeintlich freie Geist wahrgenommen wird, der konsequent bei allem, was er sagt, immer irgendein Tabu brechen muss, einfach um seine Position zu markieren. Manchmal muss ich da wirklich an den Joker von Batman denken. Some men just want to watch the world burn. Ein Zitat über den Joker aus dem Film The Dark Knight. Es geht also darum, Erklärungen zu finden, warum wir nicht in dieser sauberen Märchenwelt leben, in der wir endlich glücklich sind. Verschwörungstheorien sind dafür perfekt, denn die finden immer Schuldige und teilen die Welt sauber ein. In Gut und in Böse. Der Follower. Ich bin hier aktuell noch in meinem Hotelzimmer in Köln. Ich bin gestern Abend angekommen und in 20 Minuten, da treffe ich mich mit Matthias und ich bin wirklich aufgeregt. Das ist eine Sprachmemo von mir, die ich Ende Januar 2024 an eine Kollegin verschickt habe. Matthias ist 34 Jahre alt. Er sieht unscheinbar aus, ist ziemlich groß, hat kurze braune Haare und ein wirklich nettes Lächeln. Jemand, den ich auf der Straße nach dem Weg fragen würde. So war zumindest mein erster Eindruck von ihm bisher im Videocall. Matthias' Nachname ist mir bekannt, aber den nennen wir hier aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Das Interview führen wir im Hotelzimmer, einem ziemlich kleinen Raum. Ich trinke Kaffee, Matthias habe ich auch einen mitgebracht. Einmal auf Start. Und dann dürfen Sie mir einmal Ihre Geschichte von vorne in Ruhe erzählen. Ja, das Thema ist ja, wie bin ich zu den Verschwörungserzählungen, Ideologien gekommen? Wie bin ich da reingerutscht und wie bin ich auch wieder rausgekommen? Im Großen und Ganzen hat sich das Ganze vor rund 10 Jahren abgespielt. Vor 10 Jahren, genau im Jahr 2013, da schafft Matthias den Ausstieg. Wie genau? Darum geht es in Folge 5 unseres Podcasts. Hineingerutscht in die Welt der Verschwörungstheorien ist er aber schon viel früher,
nämlich 2007. Und damals sah die Welt ganz grob so aus. George W. Bush ist Präsident der USA. Angela Merkel seit 2 Jahren deutsche Bundeskanzlerin. Die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit beginnt in den USA und erreicht im Sommer auch Deutschland. Und Steve Jobs, der stellt das erste iPhone vor. Bis dato hatte ich immer meine kritische Meinung auf Basis von Medienberichten, regulärer Medien bezogen. Und dann kam es eines Tages dazu, dass mein Bruder hatte einen Laptop in seinem Zimmer stehen und sagte, schau dir doch mal diesen Film an. Ich wusste zu dem Zeitpunkt mit 17 schon, dass es Verschwörungstheorien gibt und war auch denen gegenüber kritisch und hatte dann aber diese Dokumentation gesehen, die hieß Zeitgeist, war damals sehr populär. Zeitgeist ist ein 3-teiliger Film, der 2007 erschienen ist. Produziert wurde er in den USA. Darin werden unter anderem die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York thematisiert. Zur Erinnerung: Am Morgen des 11. September entführen islamistische Terroristen 4 Flugzeuge. Sie steuern jeweils eins dieser Flugzeuge in den Nord- und Südturm des World Trade Centers in New York. Später stürzen beide Türme in sich zusammen und begraben etliche Menschen. Eine dritte Maschine stürzt in das Pentagon, den Sitz des US-Verteidigungsministeriums. Bei den Anschlägen in New York und Washington sterben fast 3000 Menschen. In den darauffolgenden Jahren fürchten sich Menschen weltweit vor weiteren Anschlägen. Im Film Zeitgeist wird behauptet, dass die Anschläge entweder von Teilen der US-Regierung geplant wurden oder aber, dass sie davon wusste, aber nichts dagegen getan hat. Klang für mich beim ersten Gucken erstmal nicht überzeugend, weil es doch so 1-2 Punkte gab, die mich haben als sowieso schon kritischer Beobachter immer, haben ein bisschen aufhorchen lassen. Matthias fragt sich, was an der These des Zeitgeist-Films zum 11. September dran sein könnte. Er recherchiert im Internet und wird fündig, entdeckt scheinbare Beweise. An einem gewissen Punkt hat mich dieser Film dann tatsächlich überzeugt. Und so wurde dieser Film zu einer Art Einstiegsdroge für den damaligen Schüler. Er verbringt immer mehr Zeit im Internet. Während der Vorbereitung aufs Abi stößt er dann auf eine weitere und für ihn völlig neue Information. Das war das Thema, was man heute als Reichsbürgerideologie kennt. Und zwar die Verschwörungserzählung, dass das Deutsche Reich heute nach wie vor bestehen würde und dass die Bundesrepublik in ihrer Gründung quasi eine GmbH sein soll. Was das genau für eine Theorie ist, woher sie kommt und warum sie einigen Menschen als so plausibel erscheint, darauf gehen wir in Episode 4 unseres Podcasts ein. Bleibt also dran. Zuerst findet auch Matthias, dass die Theorie ziemlich weit hergeholt ist. Aber so ganz ließ ihn die Vorstellung dann doch nicht los. Vielleicht ist ja doch was dran. Also recherchiert er wieder im Internet. Was am Schluss dazu führte, dass ich auch mehr und mehr diese Inhalte geglaubt habe. Er will sein Umfeld warnen. Aber in seiner Familie, bei seinen Freunden, da stoßen seine Ideen auf wenig Resonanz. Matthias sehnt sich nach Gleichgesinnten. Und die findet er dann auch. Während seines Studiums. Wieder im Internet. Denn dort stößt er auf eine Kölner Burschenschaft. Er wird Mitglied und zieht ein. Gemeinsam gehen wir zu dem Haus, in dem die Burschenschaft noch heute, 2024, ist. Es ist eine weiße Villa in guter Wohngegend, direkt neben dem Rhein. Vom Balkon, da hängt eine Flagge in Schwarz-Weiß-Rot. Zum Hintergrund. Ab 1933 wurde die schwarz-weiß-rote Fahne und die Hakenkreuzfahne der Nationalsozialisten gemeinsam gehisst. Ab 1934 wurde die Parteiflagge mit dem Hakenkreuz zur Nationalflagge. In den vergangenen Jahren avancierte die schwarz-weiß-rote dann zu einem Erkennungszeichen für Rechtsextremisten. Auch Reichsbürger greifen darauf zurück. Also die Sprache ist schon sehr gewalttätig gewesen, unter denen, die auch politisch sehr radikalisiert waren, den aktiven Mitgliedern eben dieser Verbindung. Und das äußerte sich in allen möglichen Gewaltfantasien und Umsturzfantasien. Wie andere Mitglieder der Burschenschaft macht auch Matthias einen Jagdschein. Laut ihm haben manche Mitglieder im Haus Waffen gelagert und Vorräte angelegt. Für den Tag X.
Der Tag also, an dem in Deutschland ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte. Es entwickelte sich wirklich ein richtiger Hass auf die etablierte Politik. Was passiert, wenn wir wirklich uns wehren müssen gegen Menschen aus anderen Ländern, die hier wohnen? Das war die erste Folge unseres Welthistory-Podcasts Alles Verschwörung? Rein in den Tunnel. Nichts ist, wie es scheint. Schaut gerne in die Shownotes. Da findet ihr weiterführende Links zu unserer Recherche. In der nächsten Folge wollen wir herausfinden, wie und wieso Menschen zu Verschwörungstheorien kommen und wozu das alles führen kann. Was wir bis hierhin über unseren Influencer Nick Fuentes erfahren haben, war stellenweise schon recht schwer zu verdauen. Er lobt Adolf Hitler, leugnet den Holocaust, äußert sich frauenfeindlich und offen rassistisch. Auch bei unserem Treffen. Und nicht zu vergessen, beim Sturm auf das Kapitol, da war er auch vor Ort. In der nächsten Folge erfahren wir noch mehr über seine Geschichte. Darüber, wie er zu dem wurde, der er heute ist. Und ich sag mal so, ein paar Dinge, die er mir erzählt hat, die sind bis heute bei mir hängen geblieben. My childhood. Meine Kindheit. Nun, ich bin ein Zwilling und ich bin in einem Vorort von Chicago aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, meine Kindheit war in gewisser Weise auch hart. Und wir erfahren mehr über Matthias' Vergangenheit. Denn der radikalisiert sich nicht nur politisch, sondern taucht auch immer weiter in die Welt der Verschwörungstheorien ab. Wir erleben, wie weit sie gehen können und was das mit jemandem macht, der an sie glaubt. Man ist einsam. Man fühlt sich einsam, man fühlt sich wütend, man fühlt sich hilflos und verzweifelt. Dieser Gefühlsmix, dieser Stress, der lässt sich kaum abbauen. Und ich bin mit RFK Jr. unterwegs und will wissen, wie er die Wähler von sich überzeugen will. Und wie er vom gefeierten Umweltanwalt zu einem Politiker geworden ist, der mit Verschwörungstheorien Wahlkampf macht. Ich zähle auf euch Kinder. Animiert eure Eltern, uns in 9 Monaten zu wählen, damit wir diese Wahlen gewinnen. Yes. Aber glauben Sie wirklich, dass er eine reelle Chance hat, Präsident zu werden? Well, im Quantenfeld kann alles passieren. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Alles ist möglich. Recherche Welt. Elisabeth Kraft und Florian Sedler. Redaktion Welt. Antonia Beckermann, Sonja Gillert und Elisabeth Kraft. Mitarbeit Welt. Imke Rabiga, Christine Rodriguez und Juliane Schneider. Autorin Anna Loll. Produktion dpa Anne Krüger. Produktionsassistenz dpa Jessica Lichetzky und Jonathan Penschek. Executive Producer dpa David Krause. Ein besonderer Dank geht an Stefanie Bolzen, Alexander Dinger, Sven-Felix Kellerhoff, Lennart Pfahler und das Audioteam der dpa.